Oh Mann, das wird eigenartig. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heute? Ich glaube, es wäre wahrscheinlich diese mal wieder zurück in der Adventure Map. Ich habe aber vor, die hier in einem Video fertig zu machen, ja? Das hat einen gewissen Grund. Na ja, gut, erstmal zur Adventure Map. Wir sind hier auf der Map Failed Time Travel. Die wird keiner von euch kennen. Sie wird, glaube ich, auch nicht wirklich veröffentlicht. Und das hat auch einen Grund, warum ich die Map hier habe. Und zwar, dann klicken wir mal drauf. Zack, zack, zack. Die Map ist von mir und einem Typen, mit dem ich damals mal zusammen gespielt habe. Was heißt damals? Das erzähle ich euch, glaube ich, gleich ein bisschen was. So, was müssen wir machen? Man sieht ja schon, man hat nicht wirklich so eine Führung, ja? Ich gehe erstmal hier rein. Ich habe vergessen, was hier nochmal alles drin war. Also, ich nehme erstmal alles raus. Gucken wir mal nach, was ist. Story. Wow, du bist ein verrückter Erfinder, der eine Zeitmaschine erfunden hat und aber die Zukunft gereist ist. Nun, als du nach langer Zeit in der Zukunft wieder nach Hause in die Gegenwart wirst, merkst du, dass dir im Laufe der Zeit die Teile der Zeitmaschine von Enderman, geklaut worden waren. Nun musst du 4 Challenges bestehen, um die fehlenden Blöcke zu bekommen und die finale Challenge, um das Feuerzeug zu bekommen, damit du sie wieder in Betrieb nehmen kannst. Reise in die Gegenwart, um diese Adventure Map zu beenden. Story? Nicht zu bewerten. Keine Ahnung. 2 von 10. Ich weiß nicht. Das ist eine komische Story. Egal. Keine Blöcke abbauen, keine Mods und Hacks. Ich hab Optifine drin. Guck mal, ich verstehe schon dagegen. Keine Cheats. Und Blöcke nur auf Portal setzen. Ich glaube, damals gab's. Nee, ich wurde gerade in Adventure Mode schon gesetzt, oder? Adventure Mode? Yep, okay, ich kann also keine Blöcke setzen. Meh. Oder kaum Blöcke setzen, ich weiß gar nicht. Und Map About von mir und Luca. Ja gut, fangen wir mal an, glaube ich, und dann laber ich gleich mal ein bisschen weiter. So, die Map hier ist von 2013. Sie ist inzwischen 4 Jahre alt. Das ist ein bisschen komisch, aber na, ich guck mal, ob ich die Map noch kann, ja? Falls das ein bisschen sehr, sehr eigenartig euch erscheinen sollte, ja, das ist es auch. Keine Ahnung, junges Ich war... Puh. Jump'n'Run besser als älteres ich. Mann, das war schon. Das war schlecht. Ja gut. Dann. Man kann hier rüber auf die Glasspane, weil. Ja, frag mich nicht, warum das ist. Da drüben ist eine Kiste. Ich glaube, ich zeige euch mal kurz, was sie macht. Bin gestern schon mal hier reingesprungen. Geschafft, Ausrufezeichen. Bam! Und dann irgendwie. Ja, Bücher und. Man kriegt Nausea und. Slowness, weil... Hey. Es geht... Ah, das war... lustig. Ja, gut. So, die Effekte sind inzwischen wieder weg. Gut, ich kann wieder hier rüberspringen. Darüber springen. Tipp, ja, ich glaube, ich weiß noch ungefähr, was passiert. Ich glaube, ich muss da vorne sneaken. Na, okay, sneaken funktioniert so. Erstmal nicht. Ich muss eigentlich dran vorbei. Aber... Ja, gut. Guck mal. Hüpf. Ja, wie schon gesagt, die Map wurde eigentlich nie veröffentlicht. Also. Naja. Kriegt man es dann auch so hin? Ich glaube, man musste da oben eigentlich hoch rüber und dann hier auf sich runterfallen lassen. Egal. Zack. Und zack. Und. Gab es hier drüben noch eine Leiter? Ja, gab es auch noch. Nein! Nein! Ah, Gott. Egal, ich komme immer ein bisschen weiter, jedes Mal, indem ich das Ganze versuche. Zack. Haha. Was für schlechte Map-Bauer hier, haben nicht daran gedacht? Tja. Wird mir natürlich niemals passieren. So. Ich weiß nicht, was da auf dem Schild steht. Shit. Nicht hier. Okay. Ja, stimmt. Also, man sieht hier. Kleiner Tipp. Hier ist eine Leiter. Und da unten ist ein Sprung. Was man jetzt machen sollte. Kleiner Tipp, man macht aber das hier. Und schafft es. Tada, weiter geht's. Ich glaube. So, so und so. Vor dem Drücken der Druckplatte an die Kiste. Ja, kriegt man hier.
Ice Bucket Challenge. Yeah. Ich habe keine Ahnung, was 1.12 hier gerade dazu gemacht hat. Egal. So. Oh, was ist passiert? Ich weiß nicht was. Oh. Was brennt? Ich sterbe jetzt hier ran. Okay, ich sterbe nicht daran. Das ist schon mal gut. So, dann ist es einfach noch ein Lava-Labyrinth. Ich glaube, ich sollte das Ganze mal auf Peaceful stellen. Ich glaube, das war für Peaceful gemacht. Zumindest hatte ich... Ah doch, es gab einen Monster-Part später noch. Ah ja, stimmt. Okay. War das Ganze wieder auf Easy. Es gab einen Monster-Part später noch, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Da waren Sachen. Und weiter... Was hier? Ja, das war hier. Nach unten. Versuche zu überleben. Puff, und Monster. Hätte ich nicht irgendwoher nochmal Equipment kriegen sollen? Ich habe definitiv was falsch hier. ich mache definitiv was falsch. Ich hätte irgendwo noch Equipment mir holen sollen. Und außerdem brennt es ja die ganze Zeit. Ja, also, so sieht man ungefähr aus, wenn die Map, glaube ich, zum ersten Mal spielt. Ne? Man wird ziemlich stark geführt und alles. Okay, hier war eigentlich Wasser. Waren hier nicht. Irgendwie musste man sich hier doch equippen können, nur ich weiß nicht mehr wie und ich weiß nicht mehr wo. Ich habe definitiv eine Art und Weise, wie ich das Feuer aufstellen kann. Richtig, ich kann mich aber in Survival-Mode stellen. Genau. Aber, ja, wer macht sowas schon? Nach unten, nach unten, nach unten. Uff, boah, das sind eine Menge Monster. Verlacht, auch noch verlacht. Durchlaufen, durchlaufen. Zack, und raus. Haha. Damit habe ich irgendwo nicht gerechnet. So, Challenge 3. Ah, stimmt, ich kann euch mal zeigen, was hier noch so ist. Hier am Anfang, hier ist dann halt finale Challenge. Und dann, wenn man Sachen gemacht hat, oder die finale Challenge ist, dann muss man hier 4 Parcours, in Anführungsstrichen, machen und dann bekommt man Zeugs. Aber das ist die finale Challenge. Eigentlich kann man das alles in der Reihenfolge machen, die keinen interessiert. Hier auch mal kurz bezahlt für die Sub. Das hier ist rechts, also. Oh, Genies, man kann die Blöcke ja gar nicht setzen hier. So, Smiley Cave. Was ist noch eine Aufgabe? Finde 4 Smileys, merke sie dir, benenne am Ende. Dass jedes Papier zu einem Smiley. Was? Egal. Und wirf sie in den entsprechenden Trichter, um den Endraum zu kommen, wo die Kiste ist. Da fehlt ein Komma, Idiot. Also, Potion. Bleibe immer im roten Weg, dann kannst du es leicht schaffen, wobei auch ein Raum unter. Bladididum. Oh, oh. Oh, schau, da kommt es. So. Tada. Ta-ta-ta-ta, seht ihr da unten? Sind das Fische? Oder was war das? Oh, Insects. Au. So. Das ist ein Smiley. Ich hätte ein Stück Papier irgendwo herkriegen sollen. Obwohl. Ja, eigentlich brauche ich ein Stück Papier, oder? Oder gab es auch Papier? Ich hab's wieder vergessen. Lass mich wieder raus. So. Lass ich wieder raus. So. Challenge 3. Smiley Cave. Nein, da war kein Papier dran. Egal. So. Runter mit uns. So. So. Wann auch immer irgendein Typ Zeug sagt, soll ich was merken in Minecraft. Ja, klar. Mache ich natürlich. So. Tada. Und hier bekommt man XP dazu, das ist der Grund, warum ich, wie sind das? 80 Millionen Level habe, aber das ist nur so am Rande. Hier schnell durch, ich will noch hier Zeit durch Essen oder so, ne? Na, eigentlich nicht. So, jo. So, wie war's nochmal? Wie sollen den roten Blöcken folgen? Doppelsprung irgendwo hin. Ah ja, da ist der Endraum, nur so nebenbei. Hier ist Papier drin. Oh, man sollte das Papier von hier holen, ne? Haha. Dang it. So, runter. Schon wieder.
Warum sind so viele Recipes unlocked? Welches Recipe-Book? Leute, was ist das? Ich komme damit nicht klar. So, das war... Zack, 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 zack. So. Super happy, super cool. Jetzt dann wieder raus. So, irgendwo unter einer Lava war auch noch irgendwas, wenn ich es noch richtig gelesen habe. Ich brauche, solange ich nicht danach suche, brauche ich den Trank eigentlich nicht zu trinken. Das wäre nicht ein bisschen dämlich. Ich glaube, das war irgendwo da unten. Aber, naja, das ist halt so Map-Awareness und so. Nee. So. Ja, ein Doppelsprung, das war eine Sache, mit der ich damals immer rumgenervt habe. Doppelsprung scheint mir ja ein bisschen weiter zu springen, irgendwie, in irgendeiner Art. Oder man läuft ja auch mit dem Block zum Ende hindurch. Ja! Was muss ich denn jetzt schon triggern? Nein! Na, was mache ich? Gab es diesen einfachen. Ah, ja, stimmt, es gibt einen einfachen Weg hier hoch. Ich kann ja jetzt schwimmen. So. Zip, zip, zip. Da ist das Smiley. So, so, so und so. Da die Dum. Ach ja, stimmt. Ja, da muss man sich wieder rumcyclen. Das hat auch zum Quiz beigetragen. War hier drüben was? Nein. Nein, aber das ist eine unglaublich offensichtliche Lücke aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Hier ist eigentlich auch nichts, oder? Ich weiß nicht, guck mal nach. Nein, das ist eine Wand. Und hier sicher ist auch, dass es da auch nicht weitergeht. So. Hier hoch. Rum. Drunter. Bladiblum. Den muss man sich eigentlich auch nicht merken, kann ich aber auch hier. Ich frage mich nicht, was das für ein Smile ist. Ich habe damals Luca das überlassen, die Smiles hier zu benennen. Ich warte daran nicht beteiligt. Das sind kein Däner, das sind das hier und dann wieder ein das da. Zack. So, es sind drei Smileys. Jetzt muss ich irgendwo noch was finden. Das war irgendwo da unten. Ich will mich eigentlich nicht runterfallen lassen, deshalb. Wow, da Lava nicht schaden. Nein. Nein, definitiv nicht. Diese Lava, irgendwo hier drüben. Seht ihr was? Vielleicht war es auch da drüben, ich weiß nicht. Irgendeine Lava war das. Ah ja, hier. Da, Dollarzeichen. Okay. So. 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 Stell euch mal vor, ich konnte die Map hier damals sogar speedrun. Wie viel dann, dass ich die selbst gemacht habe. Ja. Das könnte, glaube ich, geholfen haben. Ich hoch. Redstone-Blöcke zeigen Weg. Dann würde ich die Feuereffekt gerne weg haben. Tada! So, jetzt muss ich noch merken. Oh, shoot. Okay, welcher davon war nochmal Nummer 1? Das war nicht der hier, aber Nummer 4, glaube ich. Nein. Oh, das Ding hat gerade das Smiley geschluckt, oder? Ja, dang it. Okay, das Ding leuchtet gerade bei keinem einzigen. Ich weiß gar nicht, was hier gerade vor sich geht. Liegt vielleicht auch daran, dass die Web, glaube ich, ein bisschen zu alt ist. Also. Ja, ich glaube, ich kann euch dann hier auch mal kurz zeigen, weil ich das sowieso später machen wollte. Game Mode 1. Zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Dafür schlage ich eben, glaube ich, mal den Boden auf. Damals war ich natürlich noch ein bisschen besser an Redstone, da waren noch komplexere Sachen möglich. So, hier kam die Dollarzeichen. Ich habe alles hier reingepackt, ne? Da, und die sind hänge. Moment mal. Warum? Ey. Okay, das geht dadurch. Bleibt hier drin aber hängen.
Ist es nicht dasselbe? Räumheld? Also, das Ding hier ist nicht dasselbe wie das Ding da. Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade vor sich geht. Auf jeden Fall sollte das dann hier nämlich dann den... Wie ist das Ding nochmal? Comparator? Ja, ich glaube, so hieß das Ding. Aktivieren. Das Ding geht dann einmal Signal hier rein, Signal da oben rein. Und hier unten geht es einmal entlang. Triggert blub. Genau wie das Ding da auch. Geht dann alles hier hinten. Das ist super scheiße, das ist schlecht gemacht, aber hey, das hat funktioniert, okay? Und hier seht ihr, glaube ich, das schlechteste Gate aller Zeiten. Das ist von mir gebaut worden. Deshalb ist es auch so schlecht. So, hier ist nämlich die Tür. Quasi alle mussten ausgehen. Also es ist ein großes AND-Gate, glaube ich. Also AND ist halt dieses, entweder ist halt, dass eine Bedingung gegeben sein muss und eine andere und eine andere und eine andere. Wenn alle halt zusammengegeben sind, dann geht das halt gut, dass du den Output haben willst. Geht dann hier in die Tür rein. Ich kann ihn mal kurz breaken, so. Das heißt, dass die Map hier auf dem Spielstand nicht mehr replayable ist, aber naja, ich habe diese Datei. Ich kann euch den Download-Link auch unten schicken, wenn ihr den haben wollt. So, dann geht's oben durch, dann sollte sie eigentlich die Tür öffnen. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass es hier nicht geöffnet hat. Guck mal kurz, ob das hier irgendwas macht. Hier war welcher? Der da. Hä? Nein, okay, es ist irgendwie broke. Keine Ahnung, brauchen wir nicht. Es funktioniert irgendwie nicht. So, egal. Dann hier drüben. Zack. Decke. Und jetzt können wir weitermachen. So. Game Mode 2? 2, okay. So, dann gehen wir in Challenge 4 rein. The right way. Suche den richtigen Weg. Los. Bam, bam, bam. Das ist im Grunde diese Jagd, wo man ganz durch die gegen die Wände laufen muss. Weil es damals war es noch cool, okay? Größtenteils war es hier so, dass der Gang irgendwo oben drin. Also musste man springend an den Gemälden entlanglaufen. Das war super lustig damals. Hey! Aha, ja, geht's durch. Okay. Das ist richtig. An den Scheren steht nichts. Gut. Danke für die Hilfe. War es hier irgendwo? Nein. Hip. Und ja, das ist wohl mit der effektivste Weg, um Karte zu finden. Das ist schon, das ist der richtige Raum, hm? Ich bin gerade wieder zurückgelaufen, by the way. So. Oh, hier müsste was sein. Ah, hier. Nein, okay. Cool. Also das war die Wand. Ah, hier. Kannst du lesen? Ja. Gut, Raum 4. So, die Wand können wir ignorieren, weil von der kamen wir erst gerade. So weit haben wir nicht gedacht, dass es total verwirrend wäre, wenn das direkt daneben wäre. Raum 5. Gut. Das ist definitiv nicht an der Wand hier, weil da ist ein Schild dran. Also es ist irgendwo hier drüben. Spring. Tada. Ja, okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier definitiv richtig sind. Irgendwie aber noch ein Easter Egg. Ich weiß ja nicht mehr wo. Glaube ich. Ja, hier. Man konnte Karten damals aber durchlaufen. Also ich habe die Map nie veröffentlicht. Egal. Ne? Man konnte damals aber durchlaufen und. Ja. So, dann muss man hier oben dann noch was finden. Denke ich mal. So startmäßig. Im Grunde kann man alle Wände mit Einserbildern ignorieren, weil Einserbild ist nicht groß genug, um das vernünftig zu machen. Wo ist zum Teufel der Durchgang? Ah, hier. Vordrücken der Druckplatte die Kiste finden. Okay, ich habe die Kiste gewonnen. Und jetzt noch die finale Challenge. Wow. Falls ihr noch hier geblieben seid, gut. Ah ja, hier. Ja, wenn ihr die Map mal spielen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Ich packe den Link erstmal noch nicht da unten rein. Liederraten.
damals auch noch nicht gesagt, dass man das Spiel auf 100 stellen sollte, damit das besser funktioniert. Es ist eine super schlechte Version von einem Lied. Das hört sich sogar noch falsch an. Uah. Egal. Das Lied da kenne ich nicht mal. Ja, das ist richtig. Ich kenne das Lied und das Lied irgendwie nicht. Also. Hey, geschafft. Ach ja, und wir hatten auch damals irgendwie die super Idee, dass man hier noch diesen Raum durchmachen musste. Frag mich nicht. Das war keine gute Idee. Warum kann man einfach immer sterben und dann wieder zurückgehen? Aber naja, ist geschafft. Zeit das ab. Jetzt kommt Crafting Quiz. Das habe ich gemacht. So, wenn man halt falsch muss, dann muss man wieder durch den Jump'n'Run durch und. So, was ist das? Das ist ein. Eigentlich ein Dropper. Yep. Zip. Dann droppt das Ding hier, ne? Das ist ein Anvil. Druckplatte. Ach ja, Silber. Richtig, dafür stand das S. Eisentür, Amboss oder Eisengitter. Tiftig und Amboss. Gravel. Instabase. Ach ja, stimmt. Aus irgendeinem Grund hatte irgendjemand eine Idee. Ich glaube, es war meine Idee. Rezepte für einen Mod abzufragen. Welcher Mod ist das? So, Paintball-Mod. Das weiß ich, weil. Guck mal auf dem Kanal nach. Ich habe den vorgestellt zu der Zeit. So, wie craftet man eine Uhr? Oh Gott. Das sind vielleicht 4 goldene Redstone, glaube ich. Zack. Und das war's. Zumindest. Oh ja, guck mal. Nerd. So. Also mit Nerd bezeichne ich mein altes Ich. Also, ja, das ist nicht ganz gemeint. Ja, gut. Parcours 3. Bogenschießen. Schießen und fahren auf die obere Hälfte der Blöcke. Hier sind Pfeile. Und da ist ein Bogen. So. Droppe ich die noch einmal kurz? Nein! So. Jetzt kann's losgehen. Das war nicht ein Trick damals. Zack! Wie ich das gemacht habe, das könnt ihr gleich in einem alten Spark-Video sehen, weil sonst zeige ich euch das gleich nochmal. Ist es getroffen? Ich weiß nicht. Yep, ist getroffen. Gut. Oh, ich glaube, da muss ein Knopf drauf oder so. Ich bin gerade nicht so sicher. Ah, stimmt. Hier, tricky. Wenn ihr denkt, dass der da oben war, ha, dann liegt ihr falsch. Was habe ich gerade falsch gemacht? So, jetzt. Definitiv sicher, dass hier ein Knopf fehlt. Also. So, Redstone. Nein. Knopf. So. Jetzt habe ich es geschafft. Jump'n'Run. Ich frage mich nicht, wozu wir das Ganze gemacht haben. Als Bestrafung, dafür es geschafft habe. Das ist keine gute Idee. Das Feuerzeug. Schaffe das Jump'n'Run oder. Nee, hier das Jump'n'Run. Ja, stimmt. Hier. Tricky. Eigentlich nicht, aber hey. Guck mal. Schafft man diesen Jump hier? Nein. Okay, das ist eine gute Idee, wenn ihr Nein gesagt habt. Wenn ihr gesagt habt, ja, dann denkt nochmal. Wow, warum fallen wir hier ins Void? Das war keine gute Idee. Also, ja, so, hier lang. So, jetzt hier hoch. Und dann praktisch, man sieht hier nichts und dann, wow, ist da auf einmal ein Loch und, man könnte einen super Jumpscare draus machen, wenn man dort einen Tripwires anpackt und dann, wow, hast du gedacht, du fällst hier runter? Na. So, Feuerzeug, nun reise nach Hause, du hast sie als würdig erwiesen. Nerd, man kann immer noch keine Blöcke setzen in Adventure Mode. Zack, zack, und
Feuerzeug. Flinten Steel, there you go. Blam! Und boom! Und... We need to go deeper! Oh, shit! Ah, das ist definitiv falsch. Das Ding sollte aktiviert werden. Warum? Hä? Was? Das Ding sollte aktiviert werden, ne? Das Ding unten und nicht das Ding hier oben. Egal. So, hier unten endet dann. Herzlich willkommen, danke fürs Spielen in der Map. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Way. Tester und ja, das ist Luca und ich und halt Philipp. Der hat einen Kanal, der habe ich ein paar Videos gemacht. Könnt ihr mal nachschauen, ne? So, waren halt Luca und ich und way. Ja, Happiness und Zeugs. So, müssen wir. Ne? Spawn. So. Wie lange bin ich schon dabei? Ah, ich glaube, eine halbe Stunde. Egal. Gut. Ja, das war meine erste Map. Wenn ihr nur die sehen wolltet, aus irgendeinem Grund. Ja, das war sie. Also, dann danke dafür. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, was ich hier nochmal gemacht habe. Wie wir das damals gemacht haben. So, das Ding hier war für ein Trailer. Glaube ich. So, Presse-Dingens. Das ist eine Kiste für Zeitmaschine. Genau, weil wir hier schon Blöcke benannt haben, sodass wir nicht die ganze Zeit neu benennen mussten. So. Das sind offensichtlich alte Command-Blöcke. Weil wir haben die nicht in der Richtung gezeigt und so. Game Rule, bla bla bla, von wegen Output soll nicht angezeigt werden. Firetick false. Ich glaube Firetick. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, von wegen, dass Feuer nicht nach Zeit ausgeht oder sowas ähnliches. Wow, was war das? Ihr könnt nur die Map spielen. Naja, hier, slash save war das, genau. So, dann viel Spaß wünscht euch Luca. Ich. Keep Inventory True, das war wichtig. Was ist das hier? Zum Spawn, genau. Habe ich hier einen Klopfen gemacht, wegen das testet. Man wird auch nicht DP'd, ne? Also, ja. Game Mode 2 an alle und Clear an alle. Das war Inventory. Clear. So, das ist quasi der Start. Hier ist der Vorteilraum, der unglaublich weit weggebaut wurde. Hier ist aber nur TP. Das hat hier in diesen Blöcken hier auch alles drin. Und dann gehen wir mal ein bisschen rum. So. Das hier ist dann nur das erste Dingens, glaube ich. Das hier war der Troll-Dingens. Ich glaube, wir sind falsch. Effekt Bli und Effekt Bla. Das eine ist, glaube ich, Nausea, das andere ist Slowness. Jo, Lava für Lava-Dripping-Effekt. Falls ihr es nicht bemerkt habt, hier tropft die ganze Zeit Lava runter. So, dann hier unten seid immer noch TP und Zeugs. TP und Zeugs und weiter. So, das hier ist das, wo ich... Ach ja, stimmt. Ich habe die Map vorhin auch ein bisschen falsch gespielt. Denn dafür hätte ich nämlich das Ganze hier nicht aufbauen müssen. Das Ganze ist nicht ein Delay. Einfach nur ein paar Sekunden give. Irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Item ist. Was ist das für ein Item? Give a 267 und 1, was ist das? 260 und 1. Ah, schlimm, geht nicht. Ich weiß nicht, was ein Item das ist. Oh, deshalb funktioniert das nicht. Okay. Damals habe ich nämlich Item-IDs benutzt und nicht Minecraft Cobblestone. Blip. Das Level, da sind. Das ist irgendein Item. Ich glaube, das sind Rüstungsteile oder so. Difficulty 2. Definitiv nicht, mal auf Peaceful. Oh, es wird, glaube ich, auf Peaceful gestellt. Irgendwann später. Egal. So, das ist, glaube ich, die Tripwire-Hook hier und dann geht's hier unten durch und dann... ja, hier. Das Ding hier ist... Ich kann es irgendwo aufschlagen, ne? Warte, kann man das erschienen. Das hier ist der Delay-Pfad, glaube ich. Stimmt. Es geht also quasi einmal hier rein, zack. Wird einmal getriggert und dann geht's nochmal hier rum. Und dann wird's nochmal getriggert. Und hier sind halt... Spawner-Eggs drin, weil wir nicht wussten, wie wir einen Spawner aufbauen. So wie ihr das Ganze so in Dungeons seht, so solche Spawner, wir wussten nicht, wann die aufbauen. Wussten wir aber nicht. So, dann ist das der Delay-Fahrt, das geht einmal
miau, 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 miau. Und dann wird hier drüben dann das Ding dann eingezogen kurz. Also es ist dann aber auch irgendwas ausgefahren mit den Sandblöcken da oben. Dann lässt das Ding aber kurz runterdroppen und dann mussten wir uns nicht mehr drum kümmern, dass die Dinger wieder eigentlich extenden müssen. Also wieder ausfahren müssen. Weil hier hinten mehr als 12 Blöcke sind. Das ist halt der Boden, ne? Darüber musste ich mich nicht kümmern. Quasi alles mögliche an Redstone, das habe ich hier gemacht. Das war so eine Sache, die ich damals gut konnte. So, was war das hier hinten? Na ja, stimmt, das war dieses Labyrinth-Thingy. Hier war kein Redstone involviert, also... Naja. Das hier ist der Raum mit einem Furnace, weil der sieht cool aus und so. Dann hier drüben ist Liederraten. Das sind aber nur ein paar Notenblöcke. Ich weiß nicht, wie viele. Und ja, auf jeden Fall ist das halt der letzte Parcours. Das ist von wegen hier der andere Gang und der hahaha, darauf muss man erstmal kommen Gang. So, dann ist hier mal Wasser, aus irgendeinem Grund. Deko. Und dann ist es praktisch hier. So, wie funktioniert das? Ich hab meinen Bogen noch. Ich schau mal kurz was raus. Das mache ich mal nebenbei. Ich glaube, darüber kann auch darüber machen. Leute, für ein eigenes Video. Aber das brauchen wir erstmal nicht, ne? So. Zack, zack. Für gewöhnlich weiß man ja, man kann hier drauf schießen und dann ist das Ding aktiviert, ne? So. Schießt man hier auf die Seite drauf, auf die obere Hälfte. Das Ding auch aktiviert. Die untere? Eigentlich nicht. Und das so kann man halt einfach Blöcke hinmachen und die einfach so aktivieren. Ist einmal dort, dort, überall. So, was hier hinten ist, einmal Challenge bla bla geschafft. TP. Dort man wieder zum Parcours, glaube ich, wieder zurück teleportiert wird. Dann das hier ist ein Tiefflipflop. Wisst ihr noch, was es ist? Nein? Müsst auch nicht wissen, solange ihr nichts mit Redstone macht. Das ist aber nur von wegen, dass man aus einem Knopf einen Hebel rausmacht. Weil ein Knopf macht ja ein einmaliges Signal und geht dann wieder aus und Hebel macht ja dauerhaftes. Das ist praktisch das, um Knopf in Hebel umzuwandeln, wenn man keinen Hebel haben will. Und es gibt ja auch noch später. Ich glaube, es sind irgendwie Monostable Circuits oder so ähnliches, wo man dann aus einem Hebel einen Knopf machen kann. Oder war es ein Monostable Circuit? Ich weiß nicht, wo man halt so einen ganz kurzes Signal hat. Egal. So. Dann hier unten ist einfach nur ganz simpel, ja, hier mit der Reihe da verbinden. Ich weiß was, ich kann die Map hier auseinandernehmen. So, das kann ich hier durch, dann die Dinger da, blieb. Ja, und so machen wir das, so habe ich das gemacht, hier oben halt auch verbunden. Wegen, dass alle dasselbe Signal ausgeben mussten und Zeugs. Oder mussten sie alle? Ich glaube schon. So, ja, das war Bogenschießen, Thingy. Das hier ist halt, hier guck mal, fancy, ne? Das hier ist einmal TP und sagen, dass man gleich schlecht ist. Ja. Das ist einmal das Richtige. Das Signal einmal hier rein, durch den Block, unten durch. Hier rüber, triggert. Ich brauchte die Kiste, um irgendwas nicht zu verschieben, glaube ich. Ich glaube, so in der Art war das. Ich bin gerade nicht mehr so sicher. Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. So. Das sind auf jeden Fall hier aber nur solche Gates, wie man die so kennt. Die man zwar so in Minecraft. Obwohl. Ja, ja, stimmt. Okay. Oh, okay. Jetzt weiß ich, wofür so eine Kiste braucht. Da hat man nicht alles, die ganze Apparatur zur Seite schiebt. Das, da, die Kisten kann ich nicht mehr verschieben. Und sonst. So. Halt das gleiche am Weg, dass man es von der Seite reindrückt und... Nana. So, lass mich wieder raushüpfen. Hier hinten ist dann das ähnlich, sowas ähnliches. Vorhin geschafft und wieder Parcours 3. Ja, sollte es 2 sein. So. Mhm. Dann Signal geht wieder raus, Tiefflop. Und dann wird das Ganze hinten gemacht. Das hier sieht komplizierter aus, als es eigentlich ist. Es ist nämlich nicht kompliziert. Ist nicht, vertraut mir. Das hier ist von wegen. Hey, hast du es richtig gemacht oder hast du es falsch gemacht oder was hast du gemacht? Und ja. So, außerdem konnte man hier direkt aus diesen Challenges das Signal abnehmen. Weil, naja,
Das erste, da braucht man nichts machen. Beim zweiten muss man ja immer hier die Pisten runterziehen, damit man Zugriff auf den Knopf hat. Denn, lass mich mal hier durch. Der Piston hier versperrt halt diesen Gang. Das ist halt dieser Block hier und da ist ein Knopf. So. Das erste muss ja den zweiten freischalten. Gemacht. Dann muss das zweite muss ja irgendwie am ersten vorbei und den dritten freischalten. Gemacht. Und das letzte muss ja irgendwie den vierten freischalten. Ich weiß, man kann heutzutage einfach irgendwo einen Redstone-Block hinsetzen mit einem Command-Block, okay? Ich glaube, das ging glaube ich damals nicht, ich bin mir aber nicht sicher. Und zweitens, wusste ich nicht darüber Bescheid. Okay, lass mich in Ruhe. So, dann ist hier halt Rail, bla, Zeugs. Wie kriegt man, was war hier nochmal? Feuerzeug, oder? Ja. Und das war's dann, glaube ich. Ich glaube, das war jetzt. Ah ja, hier das Ding hier hinten. Da ist hier ist nicht wirklich viel Redstone involviert. Hier ist aber nur. Ja. Fazit, dass es so aussieht, als ob das ein TNT-Loch wäre. Das ist ein TNT-Loch. Ja, und dann haben wir auch ein paar Kurve reingebaut, ein paar Blöcke hingesetzt, ein paar Orientierungsblöcke mit Redstone-Blöcken. Und das war's sowieso ziemlich. Redstone-Noten habe ich euch schon gezeigt. Also war es auch von der Map. So, wie lange hat das jetzt gedauert? Knappe 10 Minuten. Also, wenn ihr jetzt immer noch da seid, hey, was haltet ihr so von der Map, die ein junges Ich mal gebaut hat? Dachte mal, dass ich mir das Ganze mal wieder filme und gucke, was damit kleines Daniel mal gedacht hat. Oh, ja gut. Ich war damals irgendwie 13. Ne? Irgendwie so um den Dreh. Damals war ich auf jeden Fall besser in Redstone, ich glaube schlechter in Parcours. Oder schlechter damit einzuschätzen, was eigentlich gut ist und was nicht. Das war nämlich in unseren Augen schon etwas. Ich hab's nie, wir haben es nie veröffentlicht. Ich habe die Datei noch. Also, ja gut. Ich glaube, ja, das war. Ich glaube, ich habe euch genug oder lang genug hingehalten. Ja, das war's erstmal. Also dann. Hey, ihr seid noch da. Danke dafür. Und sonst bis zum nächsten Video, hoffentlich. Schalt auch dann wieder ein. Und tschüss.